Ende Werbung. Okay. Ja, Jungs, und auch immer außer dem Haus jetzt nicht so laut und wie wir es gewohnt sind. Die Last-Fans, links, Fußball Österreich, wir alle sind wirklich stolz auf euch. Danke für diese bisherige geile Saison in Europa. Ihr habt uns, ihr habt Fußball Österreich auf eurer bisherigen Reise durch Europa. Ja, leider Lehrgänge hier in Linz. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester United wird zum Geisterspiel. Natürlich eine komische Vorbereitung für das Spiel. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass alles auch ein Thema ist in der Mannschaft und bei uns, weil das ist das Spiel des Jahrhunderts für uns und wir dürfen nicht mit unserer Familie, Kinder das Spiel auch schauen. Deswegen haben wir auch mit der Mannschaft kurz darüber geredet, aber unser Fokus ist trotzdem gerichtet auf das Spiel, weil das Positive ist, das Spiel stattfindet und für uns ist das, was es entscheidend ist. Es wird eine neue Erfahrung für mich, für die Mannschaft, in so ein Spiel reinzugehen. Ja, ich stehe dann so, gell? Ja, okay. Mr. Sonske, how do you deal with the fact that the game is without supporters? Well, I think it's a difficult situation for both teams or football in general. Because I think the health of the public and general public is important, so we just have to listen to the authorities, and then we have to create an atmosphere on the pitch. Hopefully, it'll be a good atmosphere between the players, and the game will be a good game. That's a challenge because we are not used to playing in front of no spectators. I am because I was playing back in Norway in front of 100 people. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Thank you. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Go. Ciao. Von sich in der Früh bis auf die Nacht. Absolut. Schau dir die Annahme der Formel an. Tschüss. 1-0 Manchester. 4-0. Pum. Was ist jetzt passiert? Jetzt wird's bitter. Ja. Ihr habt Fußball Österreich auf eurer bisherigen Reise durch Europa. Schauer, danke an jene, die heute hier waren und dieses Match. Ende Werbung. Okay. Ja, Jungs, und auch immer außer dem Haus jetzt nicht so laut und wie wir es gewohnt sind. Die Last Fans, links, Fußball Österreich, wir alle sind wirklich stolz.
stolz auf euch. Danke für diese bisherige geile Saison in Europa. Lange hat es so ausgesehen, als würde man hier mit einer geringen Niederlage wegkommen. Jetzt sind es 5 Tore geworden. Woran lag es? An Manchester United. Ich glaube, wir haben unser Gesicht gezeigt, vor allem zweite Halbzeit. Das, glaube ich, gar nicht so schlecht ausgesehen. Wir haben uns auch ein paar Chancen rausgespielt. Ich zum Beispiel muss meinen 100er machen. Es ist höchste Qualität, was da heute am Rasen war. Wie gesagt, wir haben unser Gesicht gezeigt, aber es ist Manchester United, umsonst haben die nicht 800 Millionen Euro Marktwert. Kurze Abschlussfrage, glauben Sie, sehen wir nächste Woche ein Rückspiel? Denke ich nicht, nein. Vielen Dank. Peter Michael, danke schön. Ich denke mal, Sie geben mir recht, wenn man sagt, mit diesen ganzen Umständen heute kein Publikum, Coronavirus, das den ganzen Tag auch irgendwo in den Köpfen ist, so macht Fußball dann keinen Spaß. Ja, aber es ist auch die Vorbereitung vor dem Spiel. Ich glaube, dass wir aber noch offen darüber kommunizieren. Auch natürlich, du versuchst, den Fokus trotzdem zu haben und wir waren konzentriert, aber wir sind auch alle Familienväter und wir sorgen uns auf was passiert und die Nachrichten, die stündliche kommen und da ist noch was und dann ist noch was und wirst du gespielt und das war nicht alles optimal, in so ein Spiel zu richtig mit Freude zu gehen, weil du hattest immer so einen Bremse-Spaßfaktor, der immer da war und deswegen am Ende ist es einfach schade. Das ist ja, und ich denke, das Gefühl wird uns dorthin leiten, dass wir nächste Woche wahrscheinlich kein Spiel sehen, aber wir warten die Entscheidung der UEFA ab. Vielen Dank, Valeria Ismail. Danke. Ja, da stehen wir jetzt also. 0-5 ja. Niederlage gegen Manchester. Aber irgendwie hat sich nicht wie Fußballspiel angefühlt heute. Nein, aber so. Man muss sagen, ja. Sportlich Manchester klar besser, ja. Verdient, hoch gewonnen, das ist alles gut. Ja. Aber ja, wie du sagst, so richtig waren wir alle mit dem Kopf nicht beim Fußball. Das ist das blöde Corona-Ding, gell? Ja. Immer. Hat man auch bei den Spielern gemerkt, bei allen Verantwortlichen, auch bei uns, ist das Thema Corona leider sehr im Kopf gewesen und deswegen, ja. Fußball zur Nebensache. Wird worden. Fußball zur Nebensache und ja, schauen wir mal, ob es ein Rückspiel gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht, nächste Woche. Aber die FIFA entscheidet ja, die UEFA entscheidet dann am Dienstag und dann schauen wir weiter. Vielleicht war das letzte Fußballspiel für lange Zeit für uns. Schauen wir mal. Die Eurofighter fliegen auf alle Fälle weiter. Wann und wo, wissen wir noch nicht. Na, wir halten euch auf den Laufenden. Macht es gut. Gute Nacht.